Ja, liebe Leute, herzlich willkommen bei Ghost TV und schön, dass ihr vorbeischaut. Wir haben heute mal wieder ein ernstes Thema, nämlich das neue Update vom Beleihverbot. Ken von Gunvlog hat da ja schon ein Video rübergebracht und ich hatte dieses Video schon etwas früher auch fertig gemacht, allerdings noch nicht hochgeladen. Und ich habe es einfach jetzt nochmal neu gemacht, weil ich auch nochmal ein paar Sachen aufgreifen wollte, die ich für wichtig erachte, die Ken in seinem Video da auch schon angesprochen hat. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an, diesmal aus meiner Sicht. Und wenn euch das Video hinterher gefallen hat, lasst mir wie immer ein Like da, lasst mir bitte ein Abo da, damit der Kanal weiter wachsen kann. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, dann findet ihr alle Möglichkeiten dazu unten in der Videobeschreibung oder aber in den Kanalinfos. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch eventuell auch mal die Kanalmitgliedschaft nutzen würde. Ja, worum geht's genau? Das Update vom Bleiverbot ist da. Den Link zu dem, was wir jetzt besprechen, zu diesem Forderungskatalog, den packe ich euch auch unten mal mit in die Videobeschreibung. Ich werde mal das ganze Ding gleich vorlesen oder die Passagen, die ich für interessant halte, zumindest für uns Sportschützen, die Jäger und Biathleten, die möchte ich jetzt erstmal rauslassen, genauso wie die Waffensammler, die werden zwar auch kurz angesprochen, aber bitte nicht krumm nehmen, aber ich möchte mich hier einfach mal auf uns Sportschützen konzentrieren. Wir schauen erstmal, wer sich überhaupt da alles organisiert hat und diesen Forderungskatalog erstellt hat. Ich blende euch das einmal ein. Da kann man also sehen, da ist federführend wahrscheinlich auch der DSB, der DJV. Wir haben das Waffenforum, das Waffenrechtforum mit drin. Wir haben sogar den DSV mit bei, den VDB, die Reservisten. Da sind allerdings auch noch einige mehr bei. Die findet ihr aber dann dementsprechend in der PDF-Datei, die ihr im Link findet. Da könnt ihr mal sehen, wer alles unterschrieben hat. Das ist also eine ganze Reihe, die sich daran beteiligt haben. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, was sagt das Ganze denn aus oder worum geht es genau? Das Bleiverbot sollten wir eigentlich mittlerweile alle kennen. Ja, die EU plant da eben Blei auf Schießständen generell zu verbieten. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und jetzt gibt es eben, wie gesagt, das Update dazu. Verschiedene Verbände des Skisports, die wir uns gerade angeguckt haben und einige mehr, haben jetzt einen Forderungskatalog erstellt und wir wollen mal schauen, was da drin steht. So eine kleine Statistik erstmal, damit wir wissen, über welchen Rahmen wir hier sprechen. Ich entnehme das mal hier der PDF-Datei, diesem Forderungskatalog. Wir haben in Deutschland rund 3 Millionen Sportschützen und Sportschützen, Sportschützinnen und Sportschützen. Ja. Wir haben 400.000 Jäger, 10.000 Sammler von Waffen und Munition und was man nicht vergessen darf, 2.300 Hersteller, die also an der Waffenbranche beteiligt sind und dementsprechend auch Handelsunternehmen mit ca. 30.000 Beschäftigten. Also da kann man sehen, an diesem Thema hängt nicht nur unser Sport, sondern auch jede Menge Arbeitsplätze. Die EICHA, das ist die Kommission oder eine der Kommissionen, die über dieses neue Gesetz entscheiden soll oder das aufbereiten soll, fordert ein grundsätzliches Verbot der Verwendung von bleihaltiger Munition für das Sportschießen im Freien, also im Outdoor-Bereich und die Jagd. Wie gesagt, die Jäger bitte nicht sauer sein, die lassen wir jetzt aber mal außen vor. Das heißt also, wenn wir das Ganze bis hier jetzt erstmal aufbröseln, dass tatsächlich ein grundsätzliches Bleiverbot gefordert wird. Hier wird erstmal für den Outdoor-Bereich gesprochen bei uns Sportschützen. Weiter heißt es, dass Waffensportanlagen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, von den Verwendungsbeschränkungen ausgenommen werden sollen.
Da würde mich jetzt erstmal interessieren, da geht das Dokument aber auch nicht weiter drauf ein, welche Voraussetzungen da sein sollen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier auch im Großen und Ganzen darum geht, dass Schießstände, die jetzt schon abgenommen worden sind und die auch wirklich schon in der Lage sind, Blei in Anführungsstrichen aufzufangen und zu recyceln, davon ausgeschlossen werden sollen, beziehungsweise dass die davon nicht betroffen sein sollen. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Hintergrundinformation. Das wäre noch ganz interessant, das mal zu wissen. Ja, was haben wir sonst? Weiter geht's eigentlich damit, das mögliche Verbot der Nutzung bleihaltiger Munition stellt Millionen Schützen und Schützinnen, Jäger und Jägerinnen sowie Sammlerinnen und Sammler vor beträchtliche Herausforderungen. Das sollte uns bekannt sein, ja. Weil wenn wir da keine Probleme mit hätten, dann würden wir jetzt nicht drüber diskutieren. Für Jagdgewehre, Büchsen, Flinten, kombinierte Jagdwaffen ist teilweise bereits bleifreie Munition am Markt verfügbar, jedoch nicht für alle Kaliber. Zudem ist diese nicht uneingeschränkt für alle am Markt befindlichen Waffen nutzbar. Das ist die Situation. Wir sehen also, der Markt reagiert da schon etwas, auch die Munitionshersteller. Es gibt also schon die ein oder andere Möglichkeit, allerdings in sehr beschränkten Rahmen. Und es geht auch noch weiter. Letztendlich hat das Ganze dann, oder hätte das Ganze zur Folge, dass wir hier über eine, in Anführungsstrichen, Enteignung von Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Genau das Gleiche gilt für den Handel. Hintergrund ist ganz einfach, wenn ich keine Munition oder keine taugliche Munition für die Waffen mehr bekomme, kann ich mit den Waffen nichts anfangen. Wir als Sportschützen haben irgendwann das Problem, dass wir unser Bedürfnis nicht mehr nachweisen können. Also spricht man hier von einer Enteignung. Das hört sich also schon sehr dramatisch an. Was heißt das für uns Sportschützen unter anderem? Für Sportschützen und Biathleten. Von der Vereinsbasis hin bis zu den Olympischen Spielen fehlt es an für Druckluft- und Kleinkaliberwaffen gänzlich an adäquaten Alternativen. Wir müssen hier natürlich auch mal die Druckluftwaffen mit ins Boot nehmen, weil es gibt auch gerade im Jugendbereich noch viele jugendliche Nachwuchsschützen, die also noch mit dem klassischen Luftgewehr, Luftpistole schießen. Das darf man nicht vergessen. Deswegen sollten wir da auch auf jeden Fall mal drüber sprechen. Schlimmer finde ich eben den Kleinkaliberbereich, weil da gibt es einfach keine adäquaten Ersatz für. Das ist auch extrem schwer bei den Kleinkalibergeschossen. Aber wir schauen mal weiter. Eine Untersuchung des Beschussamtes Ulm zeigt, dass Kleinkaliber- und Diabolo-Geschosse aus alternativen Materialien für den Skisport und Biathlon-Gebrauch nicht die notwendige Präzisionsanforderung erfüllen. Natürlich, kann man auch nachvollziehen. Mit den vorhandenen Alternativmaterialien ist die materialbedingte Präzisionsanforderung nicht mehr gegeben, letztendlich. Ja, wir haben eine größere Streuung, das darf man nicht vergessen. Das heißt also, die Präzision lässt da enorm nach. Was heißt das letztendlich für Wettkämpfe auch oder generell auch für unser Training? Es ist eine Glückssache, ob ich ein gutes Ergebnis schieße oder ob ich ein schlechtes Ergebnis schieße. Wir haben also wirklich bei der Kleinkalibermunition mit die gravierendsten Probleme, weil wir da einfach auch für die Zukunft keine vernünftige Alternative finden werden. Es wird zwar machbar sein, dass wir weiter mit den Kalibern schießen können, aber wie schon gesagt, es wird eher eine Glückssache sein, ob wir da mal einen Treffer landen oder nicht. Und das macht das Ganze natürlich nicht mehr ganz so attraktiv. Was fordert jetzt dieser Zusammenschluss verschiedener Verbände und Organisationen? Zum einen den Ausschluss aller behördlich genehmigten Outdoor-Schießstände von den geplanten Beschränkungen, die gemäß der nationalen rechtlichen Vorgaben letztendlich geplant sind. Ja, das heißt also, die Schießstände, die jetzt schon
oder die aktuell abgenommen sind, dass die davon ausgenommen werden. Wir sprechen also hier meiner Meinung nach über den sogenannten Bestandsschutz. Wenn ich natürlich einen neuen Schießstand bauen will, dann werden unter Umständen, wenn dieses Gesetz durchkommt, extrem hohe Auflagen auf mich zukommen und dann stellt sich die Frage, ob das Ganze überhaupt noch in irgendeiner Form attraktiv ist. Weiterhin wird der dauerhafte Ausschluss des Indoor-Skisports von den geplanten Beschränkungen gefordert. Das halte ich für sehr sinnig und auch für sehr wahrscheinlich. Weil eins muss man sich vor Augen halten. Bei den Outdoor-Anlagen, da habe ich eventuell das Problem, dass Blei in die Umwelt gelangt, über einen längeren Zeitraum, auch eventuell im höheren Maße, sodass es wirklich umweltschädlich sein kann. In der Regel verfügen aber auch diese Stände über ordentliche Kugelfänge, die dieses Blei in Anführungsstrichen wieder sammeln, sodass es recycelt werden kann. Es ist zwar ein großer Aufwand teilweise, ich kenne das Ganze von unserem Indoor-Stand. Wir hatten also bis vor ein paar Jahren auch noch einen Sandkugelfang und der musste also in regelmäßigen Abständen komplett durchgesiebt werden. Das war eine Riesensauerei, ein extrem hoher Zeit- und Arbeitsaufwand. Und mittlerweile haben wir dieses Problem also vernünftig gelöst, indem wir einen neuen Kugelfang haben. Aber bei den Indoor-Ständen generell habe ich eben nicht dieses Problem, dass Blei nach außen in die Umwelt gelangen kann. Das heißt, die meisten Indoor-Skistände, wenn nicht alle, können wirklich sicherstellen, dass dieses Blei auch recycelt wird. Der nächste Punkt, ja, ich kann es nachvollziehen, aber ich halte das für extrem unwahrscheinlich, dass diese Forderung überhaupt nur ansatzweise in irgendeiner Form berücksichtigt wird. Da wird nämlich gefordert, dass weitreichende finanzielle Unterstützung für die Erforschung und Erprobung geeigneter alternativen Geschossmaterialien zur Wahrung des Kerns des Skisportes gefordert werden. Ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken. In unserer aktuellen Situation, in der wir uns hier in Deutschland befinden, halte ich dieses Thema generell erstmal für völlig unsinnig. Aber nichtsdestotrotz, die Sache läuft, wir müssen uns damit beschäftigen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir da wirklich Fördermittel zur Verfügung gestellt bekommen, um weiter forschen zu können und mit alternativen Materialien experimentieren zu können. Ich fürchte, dass diese Geschichte bei uns hängen bleiben wird. Weiterhin fordert man weitreichende finanzielle Unterstützung seitens der EU, des Bundes und der Länder für die teilweise nötig werdende Umrüstung der bestehenden Schießstandstrukturen, insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Bodensanierung und der Schließung sicherheitsrelevanter Lücken, sowohl auf Schrot- und auch Einzelgeschoss-Schießständen. Das wäre sehr lobenswert, ist auch eine sinnige Geschichte, diese Forderung. Aber auch da unke ich jetzt mal ein bisschen. Und da muss man einfach mal davon ausgehen, dass auch dieser Punkt völlig ignoriert wird. Warum? Relativ einfach. Wir wissen alle, dass Vater Staat uns das Leben nicht gerade leicht macht als legalen Waffenbesitzer. Ja, es gab immer wieder Änderungen im Waffenrecht, es werden immer neue Änderungen geplant, mal wieder verworfen, wenn wir Glück haben. Aber im Endeffekt ist das ein fortlaufender Prozess. Auf Deutsch gesagt versucht man uns das Leben eben immer etwas schwerer zu machen. Und hier hat man ja wirklich einen Punkt gefunden, oder einen Trumpf in der Hand, den man dann ausspielen kann, indem man sagt, pass auf, liebe Leute, das ist eure Geschichte. Ja, wenn ihr euren Schießstand behalten wollt, weiterführen wollt, einen neuen Schießstand eröffnen, bauen wollt, dann seht doch zu, dann finanziert das auch. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass hier überhaupt nur ansatzweise darüber nachgedacht werden wird, da eine finanzielle Unterstützung oder Wiedergutmachung, was auch immer, ins Leben zu rufen. Was haben wir noch? Längere und einheitliche Übergangszeiten für Jagd- und Sportskistände. Das heißt also, man will letztendlich erreichen, dass innerhalb der EU alle Länder gleichzeitig diese Frist gesetzt bekommen. Ja, das heißt also, der Zeitraum
in dem dieses Gesetz in Kraft treten soll, soll einheitlich sein. Hier in Deutschland haben wir extrem moderne Schießstände. Es gibt aber eben auch Länder in Osteuropa, da habt ihr keinen richtigen Schießstand. Ja, böse ausgedrückt sage ich jetzt mal, der Schießstand befindet sich da, wo der Schießleiter euch die Isomatte draußen hinwirft, ja, und das Schießen freigibt. Das heißt also, verschiedene Länder haben auch völlig verschiedene Ansichten und traditionell teilweise auch ganz andere Berührungspunkte mit Schusswaffen. Ganz anders als hier bei uns. Wir haben Nummer eins der härtesten Waffengesetze. Ja. Und alleine da sehe ich schon das Problem. Ich behaupte einfach mal, aber das ist meine persönliche Meinung, dass die osteuropäischen Schießstände das ganze Thema generell nicht so ernst nehmen. Das muss ich hier einfach mal so sagen. Ja, ich habe meine Erfahrung im osteuropäischen Raum selber mal gesammelt und ich kann nur sagen, da denkt man völlig anders als hier bei uns, ja, im westlichen Teil des europäischen Raumes. Ja, und dann wird zum Schluss noch die finanzielle Kompensierung für künftig nicht mehr verwendbare Waffentypen gefordert. Das heißt also, man möchte hier gerne einen Ausgleich haben für Waffen, die ich dann tatsächlich nicht mehr benutzen kann, weil ich unter Umständen wirklich keine passende Munition mehr dafür bekomme. Das ist dieser Punkt der, in Anführungsstrichen, Enteignung, den wir am Anfang besprochen haben. Aber auch hier glaube ich nicht, dass da nur ansatzweise drüber nachgedacht werden wird. Weil das wieder so ein Instrument ist, womit man uns wieder etwas reglementieren kann. Ja, also mit anderen Worten gesagt, es spielt einfach in die Hände des Gesetzgebers. Generell muss ich sagen, ich persönlich, aber das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, ja, ihr könnt mich jetzt wieder steinigen und kritisieren dafür in den Kommentaren, das ist eben freigestellt, aber ich persönlich denke zwar über das Thema nach, ich beschäftige mich auch damit, aber ich sehe die Situation nicht zu schwarz. Weil eins muss man auch sagen, wir können, wenn ich jetzt sage wir, dann meine ich wirklich die Verbände, die diesen Forderungskatalog unterschrieben haben. Man kann nicht mehr tun, als versuchen, die Situation aus unserer Sicht in den Griff zu bekommen und das Schlimmste zu verhindern. Und wenn es tatsächlich nur darauf hinausläuft, dass zum Beispiel, ja, aber wirklich meine persönliche Meinung, die Indoor-Schießstände frei bleiben, das heißt also, dass die davon nicht berührt werden, dann sind wir oder wären wir schon mal einen großen Schritt weiter. Wir werden mit Sicherheit nicht den kompletten Forderungskatalog durchsetzen können. Da gehe ich nicht von aus. Ja, da bin ich mal Realist. Dass es Kompromisse geben wird, die man unter Umständen eingehen muss, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, das ist alles nur meine persönliche Meinung. Mir wäre wichtig, dass ihr mir eure Meinung, wenn es geht, aber versucht wenigstens, euch emotional etwas zurückzuhalten, ja, und das Ganze sachlich zu betrachten. Aber schreibt mir eure Sicht der Dinge doch bitte mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Sagt ihr, das Ganze ist blödsinnig oder aber die Forderung finde ich in Ordnung oder ich hätte andere Sachen gefordert oder ich hätte das anders formuliert oder wie auch immer. Einfach mal eure Meinung zu dem Thema bitte unten in die Kommentare oder aber per E-Mail oder per Instagram an mich oder ihr könnt da auch gerne in dem neuen Forum, in dem Gun-Forum mal einen Tweet erstellen. Wie gesagt, es ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen, aber ich persönlich versuche es nicht ganz so schwarz zu sehen und von daher bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Informationen gefallen haben, wo ich jetzt nicht unbedingt von ausgehe, weil es ein sehr kritisches Thema ist, aber wenn ihr mit den Informationen was anfangen konntet, schreibt es bitte in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, bleibt bitte gesund und munter und passt gut auf euch auf. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Thank you.